In Deutschland ist er kaum bekannt. Gustave Caillebotte, 1848 in Paris geboren und 1894 in Gennevilliers, nordwestlich der französischen Hauptstadt, gestorben. Unter Kunstkennern gilt er als Pionier der Wahrnehmung der Moderne. Das Besondere an Caillebottes Werken: Sie ermöglichen auf der einen Seite einen ganz eigenen Zugang zur Malerei des Impressionismus, auf der anderen Seite verdeutlichen sie auf ungemein anschauliche Art und Weise den Zusammenhang von Fotografie und Malerei. Gustave Caillebotte war ein Maler, der sehr radikale Kompositionen gewählt hat. Wir haben also starke perspektivische Aufsichten, die wir dann erst in der Fotografie vermehrt in den 1920er, 30er Jahren wieder entdecken, im sogenannten neuen Sehen oder der neuen Sachlichkeit, wo dann tatsächlich solche dynamische Perspektive auf das Straßenleben, aber auch auf unbelebte Plätze gewählt wird, um zum Beispiel auch die Stadtlandschaft abstrakt wiederzugeben. Deutlich wird dies nicht nur im Dialog zwischen dem Werk Caillebottes und den zahlreich in der Ausstellung präsentierten Fotografien. Beispielhaft dafür sind nicht zuletzt auch seine zwischen 1875 und 1882 entstandenen Stadtbilder. Auf geradezu revolutionäre Weise veranschaulichen sie die damalige unter dem Begriff der Hausmannisierung bekannte fundamentale Umgestaltung der Stadt Paris. Caillebottes Auseinandersetzung galt zuallererst einmal dem neuen urbanen Leben, das sich entwickelt hat durch die großen neuen Boulevards in Paris und die großen Parkanlagen. Er war fasziniert von dem neuen Paris und das sollte er festhalten. Und das hat er wie kein anderer gemacht zu seiner Zeit. Die Paris-Bilder sind ungewöhnlich, haben nichts Vergleichbares im 19. Jahrhundert. Und deshalb sind wir sehr stolz, wir haben die Ikonen aus dieser Zeit hier in der Ausstellung. Dazu gehört die Pariser Straße bei Regen und dazu gehört vor allem auch die Pont de l'Europe. Also dort wird gezeigt der veränderte, modernisierte Stadtraum durch Hausmann mit den geraden Straßenzügen, aber auch das, was die neue Stadt auszeichnet, neue Eisenkonstruktionsweisen, die Eisenbahn, neue Straßensysteme, neue Brücken, die gebaut werden. All das spielt hinein in seine Malerei und er kombiniert es dann. In Szenen des privaten Lebens spiegelt sich dabei immer wieder Caillebottes Angriff auf die Sehgewohnheiten seiner Zeit. So wird beispielsweise in den Gemälden die Klavierstunde oder Interieur lesende Frau der Eindruck zwischenmenschlicher Spannung und Entfremdung vermittelt. Wie die zwischen 1875 und 1883 entstandenen Porträts, Psychogramme ihrer Zeit. Caillebotte selbst galt zeitlebens eher als Mäzen des Impressionismus, denn als Maler. Zudem führte er das Leben eines Dandys und Frauenfreunds. Er ist ein völlig unkonventioneller Mensch gewesen in seiner Zeit. Für die Familie sicherlich in gewisser Weise ein Enfant terrible. Er kommt aus der Großbourgeoisie. Er lebte mit seiner Mätresse unverheiratet zusammen. Er war nicht angepasst. Und dieses Unangepasste sieht man auch in seiner Sehweise. Dass er im Vergleich zu seinen bekannten Auguste Renoir und Claude Monet in Deutschland bisher eher unbekannt ist, hat seine Gründe. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Caillebotte während seines Lebens kein Werk verkaufen musste. Er kam aus sehr wohlhabendem Hintergrund und er hat sich vielmehr eigentlich für seine Kollegen im Impressionismus eingesetzt, hat Monet finanziell unterstützt, hat Degas, Renoir und so weiter angekauft und dann seine Sammlung dem französischen Staat geschenkt. Wer seine Chance jetzt nutzen will, das Œuvre Gustave Caillebottes neu zu entdecken, bis zum 20. Januar bietet sich in der Frankfurter Schirn die ideale Gelegenheit.